Das hat die Wende irgendwie überlebt. Es ging erstmal irgendwie weiter. Also 1998 war dann Schluss. Und es hat tatsächlich dann hier wirklich geruht bis zum 20. November 2014. Da haben wir wieder eröffnet. Also für Gera, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft gewesen zu sagen, okay, wir wollen das, wir machen das und vor allem, dann wird das auch. Also ja, das war wirklich das Entscheidende. Und ich glaube, in unserem allerersten Trailer haben wir dann auch so eine Sprechblasen gehabt, ach, das wird doch sowieso nicht, die machen doch sowieso gleich wieder zu, weil wir das schon manchmal so als Stimmung in der Stadt erlebt haben. Und da war es einfach oder ist bis heute ganz wichtig, entgegenzusetzen, doch, wir machen das und wir kriegen das auch hin.